man schon unterscheiden. Ich glaube, dass die Journalisten in Lateinamerika deutlich vor deutlich größeren Herausforderungen stehen, insbesondere weil es hier, das ist von Land zu Land unterschiedlich, auch physische Gewalt gibt, dass es juristische Drohungen gibt und dass manchmal auch die Existenz auf dem Spiel steht. Und diese existenzbedrohende Lage gibt es in Europa eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, Beispiel Ungarn, Russland, aber überwiegend ist die Situation in Europa deutlich besser, was die Pressefreiheit angeht und die Rechte von Journalisten. Und es ist den Journalisten und Journalistinnen hier in Lateinamerika zu wünschen, dass sich die Rechtslage, die Rechtssicherheit und auch die persönliche Lage verbessert. Ja, da kann man eine ganze Menge aufzählen. Ich würde mal sagen, da sind vorneweg die Linksautokratie in Kuba, Venezuela, Nicaragua, die sehr massiv gegen die Journalisten vorgehen. Da ist das Leben für unabhängige Journalisten sehr schwierig, sehr repressiv. Und dann gibt es natürlich Länder wie Mexiko, wo es immer wieder Berührungspunkte mit der organisierten Kriminalität gibt, wo dann auch die Menschen, die Journalisten und Journalistinnen persönlich bedroht werden und auch sehr viele schon umgebracht worden sind. Dann gibt es Herausforderungen in Brasilien, Argentinien, was die Fake News angeht. Also da muss man schon sagen, ist die Lage sehr schwierig. Ich finde die Lage sehr oder deutlich besser, zum Beispiel in Uruguay, wo es solche Vorfälle eigentlich relativ selten gibt. Europa muss ich sagen, dass Russland und Ungarn zum Beispiel zwei Länder sind, wo die Lage sehr schwierig ist für Journalisten. In Russland gibt es eine große juristische Bedrohung bis hin zu langen Haftstrafen. In Ungarn ist es so, dass es eine Gefährdung des Meinungspluralismus gibt in den Medien, dass die doch sehr regierungsfreundlich berichten. Und dann gibt es andere Länder, in denen die Lage deutlich besser ist. In Deutschland würde ich sagen, ist die Situation deutlich besser. Es gibt natürlich auch bei uns in Deutschland Probleme, aber sie sind nicht vergleichbar mit denen, die es in Lateinamerika gibt. Also ich glaube, dass der Versuch von Regierungen Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung immer größer wird. Wir erleben das zum Beispiel aktuell in Fällen in Argentinien oder in Mexiko, wo Nachrichtenagenturen geschlossen wurden, weil die jeweils amtierenden Präsidenten mit der politischen Ausrichtung oder mit der angeblichen politischen Ausrichtung nicht einverstanden waren und dann werden die halt einfach geschlossen. Darüber hinaus gibt es ja immer mehr TV-Sendungen oder Programme von Politikern selbst, die aufnehmen und dann in den Dialog treten mit dem Volk, wo es aber eigentlich keinerlei kritische Nachfragen gibt, wo die Regierung selbst oder der Präsident selbst kontrolliert, was gefragt wird und was nicht. Und so wird es dann immer schwieriger, vernünftig und unabhängig zu berichten.